Hallo YouTube, willkommen zu einem weiteren Warhammer Total War Online Ladder Game. In dieser Runde habe ich endlich die Betonung aufgegeben, die ich die letzten Tage ausschließlich gespielt habe, und bin wieder für diese Runde zu meiner Lieblingsarmee zurückgegangen, nämlich den Orks. Denn Orks finde ich einfach super, die haben eine große Auswahl an verschiedenen Infanterie-, Kavallerieeinheiten, Artillerie, haben einfach alles, was das Herz begehrt, und außerdem sind es Orks und das ist klasse. Deswegen habe ich sie genommen. Meine Armee kämpft gegen eine Imperiumsarmee und als Zusammenstellung habe ich mir drei Einheiten Squig-Herden hier vorne im Wald. Ich habe sie hier vorne im Wald versteckt. Meine Frontlinie besteht aus 1, 2, 3, 4, 5 relativ schwachen Ork-Boys, aber sie sind wenigstens mit Schilden ausgestattet und halten deswegen relativ viel Fernkampffeuer des Imperium Crossbowmans und so aus. Weiterhin habe ich als Offizierseinheiten zweimal Goblin Big Bosses mit Potion auf Wölfen mitgenommen, einen Night Goblin Schaman mit den üblichen zwei Zaubersprüchen, einen Buff und einen Debuff, sowie mein Ork Warboss auf einem Wildschwein, geschützt in diesem Broken Tusks Mob Regiment of Renown. Dazu kommen zwei Artillerieeinheiten, einmal der Hammer of Gork, Goblin Rockthrower, der mit jedem Schuss den Gegner debufft, was Melee Defense, Melee Attack und Accuracy angeht. Also im Kampf gegen gegnerische Artillerie ist das sehr nützlich. Und ein Doom Diver Catapult, die sind einfach immer extrem genau und man sollte sie eigentlich immer mitnehmen. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal meiner Ork-Karriere die Ragnarok Queen verwendet, vermutlich jedenfalls, die ein bisschen stärker ist als die normale Ragnarok Spider und Spinnen im Rücken des Gegners spawnen kann. Also eine ganz tolle Einheit. Wie sie sich schlagen wird, werden wir jetzt gleich sehen. Mein Gegner hat eine Frontlinie aus einer Reihe von Speerträgern mitgebracht und zwei Einheiten Greatswords. Da hinten befinden sich drei Einheiten Crossbowmen. Und als Kavallerie einmal die Royal Altdorf Griffites und normale Demigriff Knights. Sieht aus wie eine Komposition von Ninja Hunt. Und als Generäle hat er mitgebracht einmal den Amber Wizard, der einen Manticore spawnen würde in der Flock of Doom, sowie einen General auf Griffin. Also, das sieht wirklich so aus wie eine Ninja Hunt-Armee-Komposition. Er ist damit auf mich zugekommen, musste er natürlich tun. Denn sonst wäre er relativ zügig von meiner Artillerie erledigt worden. Und wie wir hier sehen, macht sie auch schon ganz gut Schaden. Ich habe damit begonnen, mein Feuer erstmal auf diese Greatswords zu richten, habe es dann nachher auf die Crossbowmen gelenkt, weil ich nicht wollte, dass sie meine Ragnarok Spider nachher beschießen. Meine erste Einheit, Squigs, musste ich zurückziehen, damit sie nicht von den gegnerischen Einheiten überrannt wird. Die anderen habe ich weiterhin hier in den Wäldern versteckt, damit sie eine schöne Überraschung für den Gegner im Laufe des Spiels werden können. Die große Gefahr für mich waren logischerweise diese zwei Kavallerieeinheiten des Gegners, die er jetzt langsam an meine Flanken bringt. Und daher habe ich mich entsprechend hier positioniert und meine Kavallerie gegen seine Royal Art of Griffites gestellt, damit er hier nicht auf die Idee kommt, anzugreifen. Damit er, falls er beim Angriff nah auf mich zukommt, nicht den Charge-Bonus den Hügel runterbekommt, habe ich meine Orks hier nach vorne gestellt. So wird es einen Kampf auf gleicher Ebene geben. Hier habe ich seine Royal Art of Griffiths vertrieben. Letzten Endes hat das alles dazu geführt, dass er ein bisschen hier mit Micron beschäftigt war, während er seine Kavallerie rumgelenkt hat. Und in dieser Zeit konnten meine Goblobber und mein Doomdive einfach immer weiter Schaden anrichten. Ja, eine Einheit Crossbowman ist schon so gut wie am Zurückziehen. Obwohl ich hier auf diese Crossbowman hier gezielt habe, haben diese Greatswords einen großartigen Treffer abbekommen, mit einem Schlag 20 Stück weg. Also Ork-Artillerie, vor allem diese Doomdiver sind einfach unfassbar gut. Und jetzt im Nachhinein frage ich mich, warum ich überhaupt diesen Goblobber mitgenommen habe. Das ist zwar kein schlechtes Regiment of Renown, aber gegen die Doomdiver sehen die einfach kein Licht. Dass das Preis-Leistungs-Verhältnis des Doomdivers auf jeden Fall besser, meiner Meinung nach. Und könnt jetzt hier, im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, warum ich nicht gleich am Anfang mit meiner Artillerie auf die Royal Art of Griffiths geschossen habe. Aber in dem Moment war ich der Meinung, okay, diese Crossbowmen sind die größere Sorge, die ich momentan habe. Er hat mittlerweile genug Schaden genommen, seiner Meinung nach, und rückt langsam auf mich vor. Ist hier wahrscheinlich damit beschäftigt zu Micron, hat diese Sicht hier im Blick. Deswegen war ich in der Lage, mich mit meinen Squig-Herden von hinten langsam zu nähern. Und ich spawne dabei gleichzeitig noch meine Spider-Hatchlings hier direkt vor seinem Crossbowman, um ihn zu stören, während hier das Feuer, wenn jetzt Feuer auf meine Kavallerie eröffnet, was ein sehr gutes Ziel ist. Meine Squigs greifen seine eine Einheit Crossbowman an,
Die andere Einheit wurde mit von meiner Artillerie getroffen. Das heißt, seine Fernkampfeinheiten sind jetzt fast schon völlig ausgelöscht. Er schickt seine Generäle hier hinten rein, um meine Squeaks und die Spinnen zu zerstören. Dadurch geht seine Aufmerksamkeit hier hinten flöten, die ich nutzen kann, um mit meinen ganzen Kavallerieeinheiten hier hinten diese Royal Art of Griffites zu attackieren, die rumgestanden sind, daher keinen Charge-Bonus bekommen haben. Und durch die Kombination Charge-Bonus der großen Einheiten, Armor-Piercing, Squeaks und die Buffs des Ork-Wall-Bosses werden auch diese richtig teure Einheit Royal Art of Griffites innerhalb von Sekunden aufgerieben. Also das war sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite habe ich meine Ork-Boys in diese Demigryphonites mit Hellebarden geschickt. Da hat er leider einen Gegencharge reinbekommen, war nicht so effizient, aber egal. Es war auf jeden Fall gut für mich, dass er seine richtig teuren Einheiten hier gegen diese vergleichsweise billigen Squigs und die kostenlosen Spinnen geschickt hat. Das heißt, sie konnten währenddessen nicht beim Hauptkampf helfen. War auf jeden Fall ein großer Erfolg für mich in dem Moment. Dummerweise habe ich während dem Micron hier meine Artillerie vergessen, aber die haben mittlerweile schon genug Schaden gemacht, deswegen war es mir zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so wichtig, dass sie aufgerieben werden. Er hat jetzt auch die Gefahr dieser Arachnorg-Spider erkannt, schickt seine Heldeneinheiten mit den Charge auf sie drauf. Der Manticore hier kommt gleich hinterher, den er gespawnt hat. Hat relativ viel Schaden in kurzer Zeit zugefügt und sie wäre jetzt auch fast geflüchtet, wenn nicht mein General sich angenähert hätte und ihre Moral erhöht hätte. Ich habe auch noch die Scroll of Shielding, die ich mit meinem Goblin mitgenommen habe, auf die Arachnorg-Spider gewirkt, sodass sie weniger Schaden nimmt. Und das hat sicherlich dieser Spider hier ihr Leben gerettet, denn wir können sehen, ihre Leadership Value ist da teilweise nur auf 5 zurückgezogen. Jetzt ein Stand Your Ground, um ihn wieder zurückzuholen. Und es ist ganz klar, hier im Mittelfeld entscheidet sich jetzt gerade der Kampf. Alles wird hin und her gebufft in alle Richtungen. Itchy Nuisance meines Goblin Schamans natürlich wieder ganz großartig und ganz vorne mit dabei. Spinnen greifen in den Rücken an, während hier im Hintergrund meine Squeaks seine restlichen Bogenschützen aufräumen. Hier hinten hält einer meiner Goblin Big Bosses seine Speermänner auf. Ich habe die Potion gepoppt, damit er länger hält. Und durch den Terror, der diese Einheit verursacht, habe ich hier einen großen Vorteil, dass seine Einheiten einfach die Flucht ergreifen. Feral Manticore ist auch mit dem Moralwert schon im Eimer und sein General hat mittlerweile auch schon die Flucht ergriffen, weil einfach viel zu viele Einheiten da waren von mir. Vor allem diese Broken Tusk Mob mit dem Bonus gegen Large und Armor Piercing haben sehr viel Schaden an diesen Einheiten verursacht. Und natürlich die Arachnor Queen, die macht einfach unglaublich viel Schaden gegen Heldeneinheiten und kann selbst große Einheiten wie Gorbuls durch die Gegend werfen. Zu dem Zeitpunkt war seine Armee im Großen und Ganzen auf dem Rückzug. Leider hat er mit seinen Demigryphonites meine Artillerie aufgerieben, aber wie gesagt, die teuren Einheiten, die hat er ruhig auf meine billige Artillerie im Vergleich dazu schicken können. Der Hauptkampf war vergleichsweise gewonnen. Jetzt musste ich eigentlich nur noch aufpassen, dass ich meine Armee ein bisschen zusammenhalte, damit er nicht mit seinen fliegenden Einheiten eine Einheit von mir nach der anderen immer wieder divebombt. Aber er kam hier runter, kam gleich in den Angriffsradius meines Ork Warboss, hat er irgendwie nicht gesehen oder nicht aufgepasst oder er wollte einfach nur das Ende dieses Kampfes sehen, kam rein, nimmt gleich wieder viel Schaden, wird debufft und flüchtet, macht sich sofort wieder auf die Flucht. Feral Manticore macht hier genau das gleiche, wird gleich gecharged von den schnellen Squigs, Ork Boys als Schadensabsorption. Ragnarok Spider kommt hinterher, verursacht Terror, obwohl Terror gibt es gar nicht bei diesen Feral Manticores, weil er selber Angst verursacht. Deswegen flieht er einfach so, weil er überwältigt worden ist. Und der General kommt tatsächlich noch einmal zurück. Vermutlich hat er irgendwann im Laufe des Spiels seine Potion verwendet. Sonst würde man nicht hier unten links die Anzeige sehen, dass er nicht mehr so viel Lebensenergie regenerieren kann. Kommt nochmal rein, sucht das Ende des Kampfes und wird dadurch entsprechend aufgerieben. Mein Ork Warboss hat zu dem Zeitpunkt noch nicht mal seine Potion verwendet, was dem geschuldet ist, dass er seine Generaleinheiten einfach nicht effizient damit dazu verwendet hat, meine eigenen Offizierseinheiten mit seiner überlegenen Mobilität zu killen, sondern sich mit diesen Squigs beschäftigt hat. Die haben ihn zwar gestört und Schaden verursacht, aber er hätte einfach seine Flanke und seine Rücken schützen sollen, indem er halt ein, zwei Speereinheiten dahin abkommandiert hätte. Also wir können sehen, die Crossbowmen haben so gut wie keinen Schaden im Verlauf des Spiels angerichtet, weil sie eben gestört worden sind. Einmal wurden sie beschossen von den Katapulten, einmal haben die Squigs reingecharged. Die Speermänner waren von vornherein relativ schwach. An sich können die ganz gut gegen solche Ork-Boys standhalten, aber durch die Unterstützung der Arachnorg-Spider und den Debuffs, die sie abbekommen haben, wurden sie
auch relativ zügig zermürbt. Die Match-Winner waren hier die Demogryphon Knights mit Hellebarden. Denen ich die Ork Boys entgegengeschickt habe, haben sie logischerweise relativ kurz und schnell zerlegt. Die anderen Royal Art of Griffiths haben gezeigt, dass man auch mit diesen Einheiten vorsichtig sein muss. Also wenn man die benutzt, am besten unterstützt mit noch einem General oder einem Paladin. Denn sonst werden sie auch leichtes Ziel für eine Einheit, eine Elite-Einheit des Gegners plus Ork Warbuster. Sind auch die schnell im Eimer, was wir hier gesehen haben. Trotzdem GG an Haysoms 9. Ich hoffe, man sieht sich wieder auf der Ladder. Und in den nächsten Spielen benutze ich mal tatsächlich die Zwerge. Mal sehen, wie das dann laufen wird. Danke fürs Zusehen und bis bald.